Die Redwoods an der Küste Kaliforniens. Sandra und Rolly sind auf Amerikareise. Doch es sind keine normalen Ferien. Vor einigen Jahren erfuhr Sandra, dass sie das Kind eines Samenspenders ist. Seit sie davon weiß, sucht Sandra ihre Wurzeln und kommt nicht mehr zur Ruhe. Richtig ein guter Baum ist das, ein richtiger verwurzelter, starker Baum. Wie lässt sich der biologische Vater finden? Woher stammt die andere Hälfte ihrer Gene? Solche Fragen werden zum alles beherrschenden Thema für Sandra. Eine Antwort hat sie endlich in Kalifornien gefunden. Sandra ist in der Nähe von Winterthur aufgewachsen. Ich bin eigentlich schon früh als Kind konfrontiert worden mit meinem Äußeren, weil es einfach immer geheißen hat, dem gleichst du in der Familie. Du siehst so ganz anders aus, wie deine Verwandten. Und das haben sie so gesehen auch zum Beruf gemacht, das Äußere? Ja, ich tun gerne Menschen verschönern. Und ich mache ihnen mit dem auch eine Freude. Ich finde das einfach sehr schön, ja, wenn Kunden glücklich sind. Sandras eigenes Lebensglück bekam mit Anfang 30 jäh einen Riss, als ihr das Familiengeheimnis von einer Eingeweihten unbedacht verraten wurde. Mit 30 habe ich dann erfahren, dass mein Vater nicht mein biologischer Vater ist. Und ja, das hat dann ziemlich mal ein Erdbeben gegeben in der Familie. Und bei Ihnen selber? Bei mir selber war dann eigentlich wirklich der erste Blick in den Spiegel, in meine Augen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo ist die andere Hälfte, wo sind meine anderen 50%? In dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich muss es einfach herausfinden. Ich muss herausfinden, wer mein biologischer Vater ist. Ich war nicht nur auf der Suche nach ihm, sondern auch nach mir selber. Als eines der ersten Kinder in der Schweiz wurde Sandra anfangs der 70er Jahre bei einer medizinisch durchgeführten Samenspende gezeugt. Für ihre Mutter war das kein einfacher Schritt. Und dann bin ich eben auf Zürich zum Frauenarzt, oder? Und der hat dann eben gesagt, ja, ich komme kein Kind über, oder? Und dann hat dann er eben einen Spender gehabt. Und bin dann dort hin, oder? Und dann haben sie das so gemacht. Eigentlich war Sandras Vater wegen einer Mumpserkrankung im Teenageralter unfruchtbar. Auch er stimmte dem geheim gehaltenen Eingriff zu. Das haben wir so beschlossen. Ja, ich habe das nicht von mir aus gemacht. Das ist besprochen worden, oder? Weil er hat gern Kinder, oder? Und hat gesagt, ja. Und so war das für ihn auch nie ein Thema nachher? Der hat es behandelt wie seine eigenen Kinder. Fertig. Zwei Töchter wurden mittels verschiedener Samenspender gezeugt. Die Ärzte beschworen die Eltern, dies den Kindern niemals zu erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso sie es erfahren haben nachher. Ich weiß nur, dass sie da rausgehockt sind und brüllt haben, einmal Sandra. Und dann hat sie es dann eben hier gesagt. Ja. Und sie ist ja jetzt auch selber auf die Suche und gesagt, ich wüsste es nicht. Ich weiß nicht, wer sie ist, oder? Keine Ahnung. Für Mutter und Schwester war das Ganze kein großes Thema. Sandra hingegen konnte keine Nähe mehr zu ihrem sozialen Vater empfinden. Er starb kurze Zeit später. Seitdem verfolgt Sandra eine andere Spur. Das ist unsere Familienwunschbox. Und da darf jeder einen Wunsch oder Wünsche aufschreiben und die Zettel dann in die Box hineinlegen. Der wichtigste Wunsch war, dass ich meinen biologischen Vater finden wird. Ich habe den Wunsch, seit ich 30 bin. Und ich bin jetzt schon seit 14 Jahren am Suchen. Ich habe dann an dem Frauenarzt von meiner Mutter angerufen am Morgen und habe ihm gesagt, wer ich bin und wie ich entstanden bin.
Und ich habe ihn sehr darum gebeten, ob er mir helfen kann. Und ja, mir auch helfen, meinen Seelenfrieden zu finden. Er hat mir dann einfach 3 Anhaltspunkte gesagt, dass er Dan heisst, dass er Amerikaner ist und dass es ein Medizinstudent war von ihm. Und mehr hat er mir dann nicht mehr verraten. Und ich habe ihn wirklich also wahnsinnig darum gebeten, mir den vollen Namen zu sagen. Weil nur mit einem Vornamen kommt man nicht weit, auch nicht im Internet. Und auch mit Recherchieren, da hat man keine Chance fast, oder? Und ich habe wirklich, ich glaube, etwa 2-3 Stunden an ihn hergeschwätzt und ihn einfach so gebeten, dass er mir das einfach sagen soll. Und dass für mich einfach wahnsinnig wichtig ist, dass ich das weiss. Weil es geht ja wirklich nicht um irgendwelche finanzielle Sachen. Es geht auch um keine Belästigung. Es geht einfach darum, dass man wissen will, von wo man kommt und seine Wurzeln kennt. Ja. Aber er ist stur geblieben. Er hat nichts gesagt. Auch Sandra bleibt stur. Jetzt, nach vielen Jahren vergeblichen Suchens, fliegt sie zusammen mit ihrem Partner Roland nach Amerika. Dort hofft sie endlich, ihren Seelenfrieden zu finden. Mittlerweile hat auch die Wissenschaft einen Sprung nach vorne gemacht. Gerade in Amerika sind DNA-Analysen zur Klärung der Herkunft sehr populär geworden. Hilft Sandra das Vergleichen ihres Erbgutes weiter? Ich bin auf 2 amerikanischen Datenbanken registriert. Dort hatte ich aber nicht grosse Treffer. Und bin dann auf Facebook einfach mal googlen mit DNA. Das Wort habe ich eingegeben. Und dann kam es mal DNA-Detektivs. Und dort sind ein ganzer Haufen Amerikaner drauf, die eigentlich ihre Vorfahren suchen. Oder auch Mutter, Vater oder Brüder. Und dort habe ich dann einen Aufruf gestartet. Dann hat sich jemand gemulden. Und zwar ist das ein Professor von Oregon, der sich ganz fest mit der DNA befasst, der auch zu meinem Glück sehr gut Deutsch konnte. Und wir haben dann ziemlich schnell auf Messenger, also privat, einander geschrieben. Und er hat immer wieder gesagt, Sandra, wir finden deinen Vater. Ich kann dir helfen. Mit dieser Hoffnung im Gepäck fliegen Sandra und Oli nach San Francisco. Yesterday I had a dream. Schiersinnig. Ja, das ist super. Oh, schön. Jetzt fahren wir dann dort von Golden Gate Brook Richtung Norden. Jetzt fahren wir auf Santa Rosa rauf. Santa Rosa, ja. Sandra und Rolly machen sich auf den Weg, um jenen Professor aus Oregon zu treffen, der ihr Rätsel schließlich gelöst hat. Im nördlichen Kalifornien legt man jedoch gerne auch mal eine Pause ein. Ja, das ist ja noch. Und dort hat es auch einen mit dem Baby, ja. So her. Der lässt sich richtig treiben in den Wellen. Ja, sieht so herzig aus. Im abgelegenen Motel erinnert sich Sandra noch einmal an die jahrelange Not mit ihrem Halbwissen. Nachdem sie beim Gynäkologen ihrer Mutter immer wieder auf Granit gebissen hat, beginnt sie mit Hilfe ihres Partners selbst zu recherchieren. Ja, also jeder Student, Medizinstudent, der der Uni studiert, muss sich einschreiben. Und dann sind wir auf Zürich in der Zentralbibliothek. Haben dann Seite für Seite von diesen Büchern durchgewälzt und alle Namen, die mit einem DNA angefangen haben und amerikanische Staatsbürgerschaft gehabt haben, rausgeschrieben. Es hat zum Glück nicht so viele Amerikaner gegeben, die dort mal in der Schweiz studiert haben. Ja, dann bin ich auf den Namen gekommen, Dan, und habe gedacht, wow, ich habe ihn gefunden. Es hat alles gestimmt. Deshalb kontaktiert Sandra den potenziellen Samenspender, der heute als Arzt in San Francisco lebt. Er allerdings streitet die Vaterschaft ab. Und ich habe das einfach nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt, weil es hat so viel zusammengepasst. Und wir haben ihn sogar angeleitet. Ja, wir hatten mal ein Telefon. Er hat immer gesagt, er sei
er sei es nicht. Er hat aber ganz klar gesagt, dass er den Gynäkologe kenne und in der Schweiz war, genau zu dieser Zeit. Und studiert hat. Und studiert hat. Und hat eigentlich wirklich alles gestimmt, mhm, bis auf das, dass er gesagt hat, er hätte nicht gespendet. Ja, und dann hat dann der Oli mir den Telefonhörer in die Hand gegeben. Und dann hat er wirklich noch auf Deutsch zu mir gesagt, ich bin nicht dein Vater, gell? Und dann musste ich natürlich mega brüllen. Also. Aber ich habe es gleich irgendwie nicht ganz geglaubt, weil einfach gleich die alle anderen Sachen gepasst haben. Und ich habe gefunden, es kann es ja wohl nicht sein, dass es noch mal einen Dan gibt, wo alles zusammenpasst. Das also, ist unmöglich, oder? Und dann habe ich gesehen auf Facebook, es gibt eine Tochter von dem Dan. Und ich habe dann ihr Bild gesehen, gell? Und habe gefunden, wow, die spielt Theater wie ich und die hat genau die gleichen Augen. Also es muss einfach, es muss es sein. Es muss es sein, also es muss der Treffer sein. Und ich habe dann mit ihr Kontakt aufgenommen via Facebook. Und was ich geschrieben habe, ich habe wirklich dieser Tochter geschrieben, ob nicht sie würde einen DNA-Test machen. Aber sie hat einfach, nein, sie hat das dann nicht wollen. Ja. Und halt jetzt alles noch mal auf. Ja, klar, Luis. Wer lügt hier? Wer sagt die Wahrheit? Sandras Gewissheit, dass es der Arzt aus San Francisco sein muss, kommt erst ins Wanken, als Gregory Anderson mit ihr Kontakt aufnimmt. Er hatte sich zu ihrem Facebook-Aufruf gemeldet und gesagt, es gäbe noch viele Recherchemöglichkeiten. Er hat dann gesagt, er kenne sich sehr, sehr gut aus mit der DNA und er sei einer der wenigsten, der so gut rauskommt mit DNA. Und ich müsse noch mal einen grossen DNA-Test machen. Von Amerika, der grösste eigentlich, den es in Amerika gibt. Also musste ich dann noch mal einen dritten DNA-Test machen. Allein in den USA haben in den letzten Jahren über 10 Millionen Menschen solche DNA-Tests gemacht. Da kommen gewaltige Datenmengen zusammen und Experten können daraus die erstaunlichsten Informationen herauslesen. Sandras Hoffnung wächst wieder. Ich habe dann wirklich geschrieben, also er sagt mein Engel, also mein Computerengel. In Crescent City, dem nördlichsten Punkt von Kalifornien, treffen sich die beiden zum ersten Mal persönlich. Hi! Hallo! Hallo! Auch der Biochemiker freut sich, wieder mal mit Schweizern in Kontakt zu kommen. Als junger Mann hat er einige Jahre in Zürich gewohnt und das Studentenleben genossen. Meistens habe ich Deutsch in der Schweiz gelernt, also etwas war Schweizerdeutsch. Kann man go frassen? Kann man go suchen? Heute ist Ahnenforschung das große Hobby des Wissenschaftlers. Noch einmal erklärt er Sandra, was man aus ihrer DNA alles herauslesen kann. Deine Herkunft. Also man sieht zuerst, was 100% europäisch. Ja. Also Französisch und Deutsch 35% und aus Großbritannien 31%. Und die meisten Leute sehen das und sagen, das ist gut, ich habe etwas Gutes für 100 Franken bekommen. Mhm. Und aber es gibt etwas noch wichtig. Man sieht auch DNA-Treffer, das heißt Cousine, die DNA mit mir zusammen haben im Blut. Ja. Für Gregory war sofort klar, Sanders vermuteter Samenspender ist es nicht. England, genau. Also ich habe seine Eltern gefunden und seine Vorfahren gefunden, Großvater, Urgroßvater und so weiter. Und alles war jüdisch. Okay. Und das stimmt nicht mit Sanders DNA. Also wir müssen schon wieder beginnen. Ja, genau. Es war für mich eine große Enttäuschung. Und dann ist mir auf einmal in den Sinn gekommen, ich habe noch Namen. Ich habe Papier, ja, ich habe so die Zettel, oder? Ich gebe ihm diese Namen durch. Ich beginne mit Nummer 2, 3. Genau. Was hast du bei Nummer 2 herausgefunden? Dass Osteuropa oder Italien? Ich ja, also das vergessen. Stimmt einfach auch nicht. Also, das stimmt nicht. Und bei Nummer 3 habe ich gesagt, also ich
machen wir morgen weiter, hast du gesagt, oder? Du hast mir den Namen gegeben und mir gesagt, du musst schlafen. Ja, genau. Also ich habe weitergearbeitet, dann habe ich sehr schnell seine Eltern gefunden und seinen Vorfahren gefunden. Und er ist gestorben, inzwischen gestorben, ja, in 2016 oder, ja. Und sehr schnell seine Vorfahren gefunden und einen Lebenslauf gefunden. Alles stimmt. Alles stimmt. Ich gebe es ihr. Aber sie schläft. Ich gebe es ihr. Doch gebe es ihr. Und bald bekomme ich etwas. Sie schreibt etwas. Er ist es. Er ist es. Also anhand vom Foto und dem Lebenslauf wusste ich eigentlich schon, dass das mein Vater ist. Also ich habe das Foto gesehen. Und die Augen. Und ich habe gewusst, er ist mein Vater. Er ist es, er ist es. Ich bin angekommen. Ja. Und aus diesem Lebenslauf konnten wir dann lesen, dass ich noch 3 Halbbrüder habe von dieser Familie. Ja. Das sind aber keine Spenderkinder, das sind dann richtige Kinder. Die waren eine richtige Familie. Während Sandra ihre Herkunft endlich einwandfrei klären kann, wird Rolly in einem amerikanischen Supermarkt fündig. Ich denke, das passt gut zu ihrer Geschichte, dass sie ihre Wurzeln nie vergisst. Gregory hat einen Stammbaum erstellt von Sandras neuer Familie. War das nicht eine riesige Enttäuschung nach all dem Suchen, dass der Vater bereits gestorben ist? Nein, der erste Moment, als ich einfach das Foto gesehen habe und den Lebenslauf, war damals die Enttäuschung ganz klein gewesen. Weil ich bin so froh gewesen, dass ich ihn endlich gefunden habe und dass ich mehr jetzt kann erfahren über meine Herkunft. So nah ist Sandra also ihrem Ziel gekommen und hat zum Glück noch Halbbrüder, die mehr über den verstorbenen Vater wissen. Die zeigen allerdings zunächst wenig Interesse daran, plötzlich eine Halbschwester zu bekommen. Genau genommen ist Sandra nach Amerika gereist, ohne zu wissen, ob ihre Brüder überhaupt bereit sind, sie zu treffen. Aber dann die Überraschung. Der jüngste Halbbruder ist endlich einverstanden damit, sie kennenzulernen. Ja, wir haben jetzt kommuniziert und es war überhaupt nicht sicher, dass wir uns sehen. Und jetzt hat er genau geschrieben, er hat Zeit und wir treffen ihn jetzt. Also das heisst, aber wir müssen jetzt auch 6,5 Stunden Auto fahren, aber es ist gleich. Und nun geht es erneut quer durch Kalifornien nach Greenville, 200 Kilometer östlich von San Francisco, um Dans jüngsten Sohn zu besuchen. Allerdings möchte er unter keinen Umständen eine Kamera dabei haben. Auch respektiert Sandra den ausdrücklichen Wunsch aller 3 Söhne, dass weder Namen noch Bilder ihres Vaters veröffentlicht werden. Allein die Begegnung mit einer völlig unbekannten Halbschwester wird aufwühlend genug werden. Greenville, ein kleines Städtchen in der Sierra Nevada. In diese einsame und wilde Gegend zog Sandras Vater nach seinem Medizinstudium, um an verschiedenen Orten als Arzt zu praktizieren. Zuletzt viele Jahre in dieser ehemaligen Goldgräbersiedlung inmitten von Ureinwohnerland. Und direkt an der berühmten Central Pacific Eisenbahnlinie, die bis zur amerikanischen Westküste geht. Die Heimat ihres Vaters und die erste Begegnung mit ihrem Halbbruder, hat Sandra jetzt ihre Wurzeln gefunden? Wir sind sehr herzlich empfangen worden und es war sehr emotional gewesen. Sie war eigentlich einfach ganz ein natürlicher Umgang und sehr offen und wir haben sehr viel geredet und auch sehr viel brüllt und es ist auch noch nicht so lange her, seit mein Vater gestorben ist und es ist für ihn auch schwierig und noch eine riesige Verarbeitung. So gesehen schon ein Echo. Ja, sehr. Sehr. Total. Ja. Ja.
Sandra kommt noch einmal zur ehemaligen Wirkungsstätte ihres Vaters zurück. Also das war die Klinik, in der mein Vater gearbeitet hat. Und es hat da in der ganzen Region anscheinend nur zwei Ärzte gegeben, in diesem ganzen Tal. Und er war einer davon. Ja, wir haben dann Geld gesammelt, um die Klinik eigentlich am Leben zu erhalten. Ja. Irgendwann hat es einfach zu wenig Leute mehr da gehabt und es hat sich gar nicht mehr gelohnt, die Klinik überhaupt noch weiterzuführen. Wir sind dann mit meinem Halbbruder da und er hat mir auch wirklich alles sehr genau erklärt. Und es war per Zufall offen, die Klinik. Wir konnten rein und in den ganzen 20 Jahren war sie nie offen und heute ist sie offen. Türen gehen auf. Die Brüder wollen auch einmal in die Schweiz kommen. Eine neue Familienbande entsteht, auch wenn der gemeinsame Vater nicht mehr dabei sein kann. Ja, es ist irgendwie halt unglaublich einfach auch noch, weil ich bin 14 Jahre so intensiv am Suchen gsi und jetzt bin ich mal am Ziel und ich weiß jetzt eigentlich alles über ihn, also alles, was man wissen kann. Und es ist einfach ein mega, mega grosses Geschenk, dass ich das erleben darf. Und ich bin einfach auch sehr dankvoll. Allen gegenüber. Also, es hat niemand einen Fehler gemacht.